Heute beschäftigen wir uns mit den Grundtechniken in der Kippzone. Der erste Schritt, um die Kippzone zu erlernen, ist die Position. Der Torwart sitzt im seitlichen Hürdensitz, kriegt von seinem Partner einen flachen Pass unten reingespielt. Er bewegt seine Hände nur aus der Körpermitte in Richtung Ball, schiebt die Hände nach vorne und fällt, ohne dass der Ellbogen den Boden berührt, in Richtung Ball. Da haben wir den ersten Schritt in der Kippzone aus dem Hürdensitz heraus. Auf geht's. 5, 6 Bälle links, 5, 6 Bälle rechts, dann machen wir Torwarttausch. Auf geht's. Jawohl. Und schön, wie der Torwart hier auch bereits die Schaukel unten einbaut. Das heißt, die Beine sind hier der Schwunggeber. Auf geht's. Machen wir Seitenwechsel und go. Jawohl. Gut. Jawohl. Sehr gut. Prima. Kommt 2, 3 Gänger noch. Ganz kurz, warte mal schnell. Den unteren Fuß nicht ganz so eingehen, so reicht es vollkommen. Dann kommst du besser in die Wippe rein und go. Und die Hände aus der Körpermitte rausschieben. Und beim Aufstehen hast du dann nämlich gleich den Schwung und brauchst die Hand nicht als Hilfestellung zum Aufstehen verwenden. Auf geht's. Hände nach vorne schieben, dann kommst du noch besser diagonal in den Ball hinein. Bei der nächsten Übung haben wir eine kleine Steigerung drin, das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr die flachen Bälle, sondern die halbhohen Bälle geworfen vom Partner, auch wieder dieselbe Distanz, Schusskraft, einfach nur, dass er wieder mit den Händen nach vorne zum Ball arbeitet und hier auch wieder auf die Schaukel aufgepasst. Entscheidend ist hier auch, dass er nicht mit Ellbogen und Ball den Boden berührt bei der Landung. Dann kommen wir schön in die Kippzone rein und haben die hinteren Beine auch wieder als Schwunggeber dabei. Schau, dass du ihn da herwirfst. Jawohl, genau. Sehr gut. Ja, 2 Gänger noch. Dann wechseln wir nur die Seite. Okay, gut, auf geht's, komm. Jawohl. Sehr gute Bewegung. Genau. Und wenn wir es richtig machen, so wie es hier der Fall ist, wandern wir hier so in einer Art Halbkreis. Zack, von hier nur da nach vorne, da oben, nimm den Unterarm mit, zack, da fangst du, landest, ohne dass der Ellbogen den Ball bewegt und nimmst die Beine mit hinten als Schwung. Und gut nach vorne arbeiten, sehr gut. Jawohl, prima. Jawohl. 2 noch, dann wechseln wir die Seite. Jawohl. Jetzt. Siehst du das? Bleib einfach ruhig. Brauchst nichts bewegen in der Hüfte. Zack, nimm die Hände aus der Körpermitte und schieb sie nach vorne. So, das war's für heute.